Dieser Schneeleopard heißt Kunak. Er wurde 2002 einem Wilderer abgenommen und lebt seitdem in einem Freilandgehege in Kirgisistan. Betrieben vom deutschen Naturschutzbund NABU. Eines der Tiere hat in einem Fangeisen eine Pfote verloren, erzählt der Leiter Tolkunbek Askulov. Wir haben jetzt 5 Schneeleoparden und sie müssen nicht auswildert werden, weil sie haben von Hand Fleisch bekommen gewöhnt und sie können nicht jagen und dort wird Schlechtes passieren. 300 freilebende Schneeleoparden gibt es noch in Kirgisistan. Wildhüter des NABU sind regelmäßig im Hochland unterwegs, um sich mit den Hirten auszutauschen. Diese Weide liegt auf einer Höhe von 3100 Metern. Talantbek Bayaliev lebt nur im Sommer hier oben. Den Rest des Jahres ist diese Gegend von meterhohem Schnee bedeckt. Über die Jahre haben sich die Wildhüter mit dem Hirten angefreundet. Diesmal erzählt er ihnen eine interessante Geschichte. Mein Nachbar dort hinten, von dem wurde ein Pferd angefallen. Und er sagt, da oben, da gäbe es Schneeleoparden. Das ist da oben passiert. Am nächsten Morgen machen sie sich auf den Weg. Sie wollen der Geschichte nachgehen. Mitte der 80er Jahre gab es noch 1400 Schneeleoparden in Kirgisistan. Heute sind es viel weniger, aber vielleicht leben ja oben auf dem Berg wieder welche. 3 Stunden dauert die Wanderung auf 3600 Meter Höhe. Das Ziel der Wildhüter, eine Stelle knapp unterhalb der Schneegrenze. Wir haben hier im Sand frische Spuren gefunden. Sie stammen von Steinböcken. Es waren große, ausgewachsene Tiere dabei und auch ein paar Junge. Die sind von oben gekommen und in Richtung Tal gelaufen. Aber Schneeleoparden? Vielleicht bringen ja die Fotofallen Aufschluss. Vor Wochen haben sie die hier aufgestellt. Der Leiter von NABU Kirgisistan, Tolkunbek Askulov, wertet die Aufnahmen aus. Diesmal ist leider kein Schneeleopard dabei, nur ein Steinbock. Wir wissen, dass in diesem Gebiet ein Schneeleopard gibt. Wo die Steinböcke und Ziege gibt, da muss auch Schneeleopard sein, weil die sind ein Futter von Schneeleoparden sind. Schneeleoparden sind die am stärksten bedrohten Großkatzen der Welt. Ihr Fell bringt auf dem Schwarzmarkt Zehntausende Euro ein. Es ist vor allem der Naturschutzorganisation NABU zu verdanken, dass Schneeleoparden in Kirgisistan heute sicherer leben als früher.